Ah, ich bin Überlebender. Ich habe extra gesucht mit der Priorität, dass ich nicht Überlebender sein möchte, sondern dass ich eigentlich der Jäger, also Zell, sein möchte. Sehr, sehr schade, dass ich trotzdem jetzt Überlebender bin, aber kann man nichts mitmachen. Ich habe hier schon ein paar Runden als Überlebender gespielt und wollte jetzt einfach den anderen Modus kennenlernen. Zumindest heiße ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal willkommen zu Dragon Ball The Breakers. Das Ganze hier ist noch Gameplay aus der Closed Beta. Also je nachdem, wann ihr es seht, kann es sein, dass die Vollversion natürlich anders aussieht. Und boah, was hat der unten links für einen Charakter? Ich bin ja noch hier einer der Standardcharaktere. Der Gegner hat schon ordentlich Zell gespielt. Der ist bereits Stufe 5. Der weiß auf jeden Fall, was er macht. Das wird kein einfacher Kampf. Denn ich als Überlebender weiß nicht, was ich mache. Ich bin ja ehrlich. Ich habe gar keinen Plan davon. Diese scheinen schon alle richtig erfahren zu sein. Haben sich richtig gutes Outfit gebastelt. Ich bin immer noch die Standardfigur, ohne irgendwas in der Charakteranpassung noch im Nachhinein gemacht zu haben. Aber das passt schon. So. Du gönnst dir den, dann gönne ich mir die Richtung. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Damit laufe ich zur D. Das ist, denke ich, mal cool. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele Gegner hier gelandet sind. Cell ist da unten auf 370 Meter. Da habe ich also entspannt Zeit, hier mich durchzukämpfen. Im Prinzip, für alle, die das Spiel nicht kennen und sich gerade das hier angucken, weil sie sagen wollen, ey, ich möchte Dragon Ball The Breakers ein bisschen kennenlernen. Entschuldige, ich habe immer Angst bei dem Sound. Dragon Ball The Breakers ein bisschen kennenlernen. Es geht darum, es gibt 6 Überlebende oder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Überlebende natürlich. Und einen Jäger und das ist Cell. Und je nachdem, wie gut er jagt, welche Mission erfüllt, wird er halt nach und nach immer stärker und stärker. Und unser Ziel ist natürlich, irgendwie uns zu verteidigen, indem wir ihn entfernen oder selber fliehen. Bedeutet, im Schritt 1 versuchen wir erstmal ihn zu entfernen, beziehungsweise in eine andere Dimension zu schicken. Und zack, zerstör das Ganze bitte. Dafür sammeln wir in 5 verschiedenen Gebieten. Also, wenn ich jetzt hier auf die Map schaue, A, B, C, D, E, das sind die 5 Gebiete, sammeln wir jeweils einen Schlüssel und versuchen dann, Dankeschön, diesen Schlüssel zu aktivieren. Und wenn wir das in allen 5 Gebieten geschafft haben, landet in der Mitte die Maschine bei Z, die wir aktivieren müssen. Das ist eigentlich alles. Und falls wir das nicht schaffen, können wir sogar noch fliehen. Also, dann ist nicht mal alles verloren, wenn wir das nicht schaffen. Von daher haben wir mehrere Möglichkeiten zu fliehen, aber Z ist halt besonders stark natürlich. Und dementsprechend ist das jetzt mein Ziel, irgendwie zu überleben, möglichst viele Items zu sammeln aus den guten Kisten. Hier ist so eine schöne rote Kiste, die möchte ich mitnehmen, weil die so schön groß leuchtet, wenn ich ehrlich bin. Da ist ein zweiter goldener Werfer mit. Ich nehme ihn erstmal mit. Ich glaube nicht, dass ich ihn brauche. Vielleicht kann ich ihn auch mal irgendwann Verbündeten hinspeisen oder ähnliches. Zumindest sind das jetzt, hier war ich schon, ich Trottel, die 2 Items, die ich erstmal habe, mit denen ich erstmal kämpfen muss. Also, Kraftschlüssel wird hier gesucht. Zumindest, warum spiele ich das ganze Spiel? Erstmal, ich habe hier natürlich einen Anime-YouTube-Gaming-Kanal. Das ist vielleicht auch nicht das erste Video, das ihr auf dem Channel seht von der Closed Beta. Aber dadurch, zack, möchte ich natürlich hier guten Content auch haben aus Games, die man eher mit der Community oder anderen Content-Creatern spielen kann. Ah, da ist eine Waffe, da ist ein bisschen mehr Energie. Ich guck mal, ob ich schon mal genug Gold für Energie habe. Ja, habe ich. Zack. Gönnung bitte und Gönnung bitte, zack, dann haben wir das nächste Level erreicht. Da oben ist noch mehr Energie, damit wir uns irgendwann zwischendurch stärken können. Das wäre natürlich ganz nett, zack, 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 alles kaputt machen. Wo ist er? Da ist der Boy. Genau, das ist Content mit anderen Creators, mit anderen Spielern, worauf ihr einfach Lust habt, auch im Stream. Denn ich stream sehr, 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 sehr gerne auf twitch.tv/sonius. Könnt ihr mir auch gerne folgen, falls ihr lustig seid. Ich habe auf jeden Fall immer Interesse daran. Würde mich mega freuen, wenn jeden Dienstag, Freitag als auch Sonntag live. Und... oh, Rettungsradar, Hallöchen. Er zerstört das erste Gebiet, ja. Er zerstört das erste Gebiet und möchte dementsprechend, suche ich mir auch ein Game, das sehr, 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 sehr gut für den Content aufgebaut ist. Und ich glaube, dieses Spiel könnte rein theoretisch optimal dafür sein, hier uns guten Content für Streams zu liefern und schnupper dementsprechend jetzt selber noch ein bisschen rein. Also ich bin hier noch ganz unerfahren, muss ja auch sein, die Closed Beta. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden Spielzeit, ich weiß kaum, was ich hier mache. Ich habe nicht mal Dead by Daylight bisher in meinem Leben gespielt, also ich bin wirklich, wirklich unerfahren. Und ja, ich laufe in dem Gebiet rum, in dem wir noch keinen Schlüssel haben, ist das traurig. Also in dem, wo wir noch am meisten suchen müssen und hier hat wieder jemand sein Gold liegen lassen. Warum macht ihr das alle? Aber macht das gerne, wenn ihr lustig seid. Da vorne ist auch die Tür offen. Dann denke ich mal, dass da auch jemand durchgelaufen ist, gerade wenn da auch das Item geöffnet wurde. Und such mal ein bisschen hier außerhalb. Genau, Verwandlungskraft, damit ich mich irgendwann zu einem Super Saiyajin machen kann. Also ich laufe hier nicht nur als eigener Charakter rum oder als der Charakter, den ich quasi gestalte, sondern ich kann mich zwischendurch auch in ein... Wer war das? Wer war das? Ah, du warst das. Hallo. Man kann die Gebäude auch einfach mit Granatenwerfern zerstören. Echt jetzt? Warte, ich glaube, das mit allen Gebäuden. Zack. Goll. Das hat Spaß gemacht. Das ist ja entspannend. Okay. Wuhu. Nice, 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 nice. Erstmal schön uns richtig auffällig hier hinstellen, sodass Cell uns aus jeder Entfernung sehen kann.
und uns hoffentlich jagt. Das ist das Ziel an dieser Stelle. Und einen Moment. Panahiko, Bett. Fein. Da wollte ein Hund mich stören und sagen, hallo, ich bin doch auch noch hier und ich weiß, dass er hier ist. Das muss er mir nicht erzählen und wir haben wirklich den Schlüssel nicht gefunden. Also wir waren hier an echt vielen Orten. Zell chillt einfach neben den Gegner. Zell ist da ganz entspannt. Ha, wir haben den Kraftschlüssel von D. Jetzt müssen wir ihn nur noch einsetzen, ne? Bedeutet, die Frage ist, wo können wir Kraftschlüssel D platzieren? Da hinten wurde ein Schlüssel platziert. Wird gerade ein Schlüssel platziert? Kann ich da... Da muss ich hin, ne? Da laufen sie aber alle hin. Bedeutet für mich persönlich, ich sollte eher zu C gehen und... Hilfe? Ist das eine Fähigkeit von Cell? Ja, das ist eine Fähigkeit von Cell. Zack. Zack. Ja, geil. Es ist immer so nervig. Ich komme so oft raus aus diesem Game. Es ist so absolut nervig. Und ich würde gerne fliehen. Ich bin ehrlich. Ich weiß noch nicht zu 100%, wie ich mit ihm umgehe. Aber ich würde gerne einfach fliehen. Und mein Limit ist erreicht. Damit falle ich, glaube ich, auch direkt um, wenn ich mich gerade nicht täusche. Er kommt hier rein, ne? Ja, er kommt hier rein. Haha! Was sagst du jetzt, mein Freund? Was sagst du jetzt? Ich kann immer noch den hier holen. Kann fliehen, hoffentlich. Komm, 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 komm. Rein da, rein da. Yes! Wie genial ist das denn? Und weg hier. Wie habe ich das denn überlebt? Ey, der muss sich so veräppelt fühlen. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe. Wirklich null Plan, wie ich das auch nur annähernd überlebt haben kann. Ich bin einfach nur so schnell wie möglich weggerannt. Zack, zack, zack. Lad alles auf, was geht. Boah, ist das genial. Das ist das erste Mal, dass ich im Kampf gegen Zell so gut wie es geschafft habe, mich zu verstecken und zu überleben. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber es hat geklappt, mir die Kapsel zu holen zum Fliehen. Bisher habe ich diese Kapsel nämlich immer eher benutzt. Nicht zum Fliehen, sondern was ist denn das? Hallo? Chillst du hier? Dich haben wir vorhin wahrscheinlich aktiviert. Nicht zum Fliehen, sondern anstatt zu fliehen, wollte ich mit dieser Kapsel immer eher meine Verbündeten retten. Das heißt, ich bin damit immer zu Verbündeten geeilt, die am Boden lagen, die Schmerzen hatten. Zell ist noch in der ersten Form, während wir das Startsystem aktivieren können. Also das ist eine ziemlich optimale Situation für uns. Ich bin ja ganz ehrlich, ich muss bloß erstmal wieder Energie tanken, bevor ich wirklich helferisch da sein kann. Zack, nehm alles mit. Da war doch ein Shop, oder? Ich komme wahrscheinlich gleich wieder über die Kapsel einfach. Ich denke mal, das ist das Einfachste, oder? Kann ich da auch irgendwie hin? Oh, hallo. 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 Bitteschön. Aha. Komm jetzt zu mir. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe darum noch gebeten. Egal, aber dadurch, dass er bei mir ist und so weit entfernt von diesem Startsystem, seht ihr, dass all meine Verbündeten da oben chillen. Ich konnte eh nichts machen. Ich war eh gerade komplett ausgenockt, weil er mich schon mal gejagt hat. Aber die können jetzt ganz entspannt da oben das Startsystem aktivieren. Vorräte abgeworfen, das heißt, da, wo er jetzt erst hingeht. Das heißt, ich glaube, der Zell macht seinen Job gar nicht mal so optimal, weil die da oben ganz entspannt sind. Also Überlebender 1 scheint da immer noch dran zu stehen. Jetzt geht er auf Überlebender 1 und er geht jetzt vermutlich kämpfend ihn ablenken, oder? Oh, hallo! Ja, du bist da! Ich werde ein zweites Mal schaffe ich es zu überleben im Kampf gegen Zell. Dank meinen Verbündeten. Vielen lieben Dank, Überlebender 7, für die Hilfe. Ich gucke da oben nochmal. Wir haben immer noch keinen toten Verbündeten. Und oben links sieht ihr, diese Superzeitmaschine wird aktiviert. Das läuft tatsächlich bei uns. Hallo, da kommt ja noch ein zweiter. Ihr belebt mich zu zweit wieder? Was ist denn bei euch drauf? Dankeschön. Und da oben leben sie einfach immer noch. Was macht der Zell eigentlich im Kampf gegen die? Der stirbt gleich noch anhand von einem zu großen KP-Verlust. Ich sag's euch. Aber ich gehe wahrscheinlich einfach rein, lenk noch ein bisschen ab oder versuche diese Zeitmaschine zu aktivieren. Irgendetwas. Hauptsache, ich kann helfen. Zack, zack. Du aktivierst das Ding, um noch hochzukommen. Ja, sollte ich auch machen. Ich muss helfen. Selbst wenn ich da einfach nur stehe und von ihm angepackt werde und angegriffen. Wow. Angegriffen werde. Gut, dass ich da drin gestanden bin. Es ist alles eine Hilfe. Glaube ich zumindest, oder? Ja, doch, 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 doch. Es ist alles eine Hilfe. Es ist vollkommen egal. Wir haben so gut wie das System aktiviert. Zack. Zack, 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 zack. Wir machen das zu dritt mittlerweile. Der Räuber hat nur noch 50% TP. Hier, ich lenke uns nochmal ab. Sehr cool. Ich weiß nicht, wo der... Da oben ist der Gegner im Kampf. Der wird so hart abgelenkt. Der hat so verloren. Der hat fast seine kompletten TP oben rechts verloren. Der ist einfach down. Wir haben es geschafft, oder? Wir haben das System aktiviert bei 100%. Ist das genial. Oh, das Game hat so viel Spaß gemacht. Ich bin ganz ehrlich. Einfach nur aus dem ganz, ganz simplen Grund, dass ich zweimal gegen Zell... Beziehungsweise einmal überlebt habe durch die erfolgreiche Flucht, wie auch immer. Und das zweite Mal... Jetzt seht ihr auch die schöne Endszene, weil mich ein Verbündeter gerettet hat. Große, große... Grüße geht raus an die Verbündeten, die sich auch um einen kümmern. So mag ich das in einem Team zusammenspielen, wenn wir uns einfach gegenseitig helfen. Danke euch allen. Danke euch, Team.
Mag ich lieber. Das ist eigentlich immer mein Job. Ich gehe eigentlich immer hin und rette die Leute. Diesmal habe ich zwar niemanden gerettet, aber trotzdem denke ich, dass ich geholfen habe, oder? Doch, Retter. Ich habe jemanden gerettet. Echt? Überlegener, gereiste Entfernung. Egal, das einzige Wichtige ist der Sieg. Dankeschön für die Punkte und damit bin ich auch schon Stufe 4. Und ich hoffe wirklich, dieses Video hat euch als Ersteindruck für Dragon Ball The Breakers gefallen. Es wird definitiv mehr Gameplay zu diesem Spiel auf meinem Kanal kommen. Falls ihr Bock habt, vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Definitiv vergesst nicht, ein Abo dazulassen, denn es wird mehr Gameplay zu diesem Spiel kommen. Und ich würde mich einfach mega freuen, falls ihr Bock habt auf Anime-Content, auf Anime-Let's Plays und einfach einen Anime-Gaming-Channel. Dann seid ihr hier genau richtig. Damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Gehe in die nächste Runde. Hoffe, dass ich Zell spiele. Wenn ja, kommt es die Tage auch auf diesem Kanal. Das war's von mir, eurem Sonius.